Hi, ich bin Art von Arts Garten und heute befinde ich mich hier auf Kos, das ist eine Insel von Griechenland, und ich habe schon einige interessante Sachen gefunden und auch erlebt, wie zum Beispiel die Bootstour, die zeige ich jetzt mal eben. Kein Fisch? Habe ich was am Haken? Zeig mal. Ja. Oh. Woppa! Oh, ich nehme einen. Der ist aber, glaube ich, schon tot, der Fisch. Alter, wie ich den gehackt habe. Boah, richtig brutal. Vorne haben wir dann den Fisch gegrillt und gegessen. Jetzt gibt es noch Melone, die hier überall wächst. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Feld finde. Also aus dem Bus sieht man hier halt immer die Felder. Okay, jetzt sehen wir, woraus der Honig ist oder was die Bienen hier fressen. Alter. Boah. Das ist der Thymian. Voll krass, dass er hier wild wächst, ne? Boah, der ganze Hügel ist voller Thymian, ey. For the gift, flowers. All this is the blue. All the flowers, this is there for the Thymian. We take honey. For the honey, you eat. Da bin ich wieder, und zum Beispiel hier steht ein schöner Olivenbaum, aber die Oliven sind leider noch zu klein. Da kann ich noch keine Samen was ernten. Aber ich nehme eine Sukkulente mit, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine ist. Noch mal bitte. Ja. Und hier steht noch ein Eukalyptusbaum. Ich weiß zwar nicht, ob der so typisch ist für Griechenland, aber oh ja, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich würde mir am liebsten Stecklinge mitbringen. Nur, ich weiß nicht, ob man die durch Stecklinge vermehren kann. Ich will auch nicht so viele Sachen im Koffer mitnehmen. Deswegen, ja, gucke ich mal zu Hause, ob ich irgendwie Samen besorgen kann, weil das wäre irgendwie schon cool, Eukalyptusbaum zu haben. Okay, hier sieht man jetzt die, die ich meinte, die ich mitnehmen möchte. Muss ich mal gucken. Ja, ist ein bisschen groß. Mal den hier. Ich versuche den dann einfach in ein Wasserglas zu stellen.
den dann weiter zu vermehren. So. Weil das sind ja typische Pflanzen, die man immer so aus den Urlauben kennt. Es wäre schon cool, sich so eine zu Hause heranzuziehen. Und hier ist noch so ein, ich weiß nicht genau was es ist, halt irgendwie so ein Tannengewächs. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und hier liegen überall Samen auf dem Boden. Und davon nehme ich mir jetzt ein paar mit. Dann gucke ich mal, ob ich die auch vermehren kann. Einmal kurz die Blätter noch vom Nahen zeigen, damit man die vielleicht bestimmen kann. Ist auf jeden Fall mega stachelig. Und hier ist noch ein schöner Feigenbaum. Wäre mal meiner schon so groß. Und die fühlen sich hier, glaube ich, pudelwohl. Obwohl der zwar jetzt nicht ganz so gut aussieht von den Blättern her. Aber schon schön. So, ich bin wieder daheim und die sogenannte Mittagsblume hat den Flug gut überstanden. Ich hatte die einfach in ein bisschen feuchtes Klopapier eingewickelt und dann in ein Handtuch. Und die pflanze ich jetzt hier in den Topf. Ich weiß, der ist ein bisschen klein, aber hier hat die ja eh keine Wurzeln. Also ich lasse die dann so rausgucken. Mal gucken, wie die dann wächst. Also zuerst tue ich ein bisschen hiervon rein, weil die hatte da ja sehr, sehr trockenen Boden und sandigen. Ich habe jetzt leider keinen Sand zu Hause, aber ich will die jetzt auch nicht noch länger rumliegen lassen. Deswegen hoffe ich, dass das so aufgeht. Und dass die nicht winterhart ist, ist klar. Die muss im Winter nach drinnen. Deswegen halt auch kein. Deswegen pflanze ich die halt auch nicht einfach so nach draußen ins Beet oder so. So, jetzt kommt die Pflanze rein in den Topf, also festhalten noch mit der anderen Hand. Jetzt weiter mit den Kugeln auffüllen. Ich tue auch ein bisschen Erde mit rein, aber nicht sehr viel. Oder an den Wurzeln, jetzt an dem Wurzelbereich schon ein bisschen, aber weiter oben dann eher hier dieses Blätthorn. So, jetzt komme ich noch mal hier zu dieser Tanne. Da habe ich die gerade schon ein bisschen aufgebrochen. Das sind hier diese Samen. Und da, wenn man die aufbricht, sieht man die hier schon drinnen sitzen, die Samen. Da sieht man das jetzt. Die versucht er jetzt irgendwie rauszubekommen. Und die setze ich dann in ganz normale Blumenerde. Und dann gucke ich mal, ob da irgendwas keimt. So, alles gut abmachen, damit da nichts schimmeln kann in der Erde. So, damit mache ich jetzt mal weiter. Und dann habe ich hier noch was anderes mitgebracht. Und zwar war das so eine Art Gummibaum mit kleineren Blättern. Man sieht, hier sitzen ganz viele kleine Samen drin. Und die pflanze ich dann auch mal ein. Mal gucken, ob da was rauskommt. Ich habe jetzt oben drauf doch noch ein bisschen mehr Erde getan. Und das Ganze jetzt ein bisschen angießen. Nicht zu viel. Aber da die Wurzeln ganz unten sitzen, muss ja Wasser auch ganz durchkommen bis unten.
So, das muss dann auch ausreichen. Ja, man sieht jetzt schon, das läuft unten ab. Also es ist sehr, sehr durchlässig jetzt der Topf, da muss auf jeden Fall was drunter. Und dann stelle ich das jetzt gleich ins Haus und dann mal gucken, wie sich die Pflanze entwickelt. So, und rein da. Die eine Hälfte habe ich jetzt dieses Tannengewächs. Auf der anderen Hälfte kommen jetzt hier diese Mini-Mini-Mini-Samen rein. Von dem, sieht eher aus wie eine Feige, aber war ein Gummibaum. Also ich habe die Samen jetzt einfach grob darauf verstreut. Jetzt arbeite ich die so ein bisschen in die Erde ein. Und dann gieße ich das Ganze jetzt noch an. Und dann kommt da eine Folie drüber und abwarten. Wenn dann was kommt, dann melde ich mich wieder.